Im Streit zwischen der Türkei und Griechenland um Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer versucht Deutschland zu vermitteln. Bei Gesprächen in Athen und danach in Ankara warnte Außenminister Maas die benachbarten Länder heute nachdrücklich vor einer militärischen Eskalation und rief sie zu direkten Gesprächen auf. Griechenland und die Türkei beanspruchen beide die Erkundung und Ausbeutung von Bodenschätzen in den Seegebieten vor ihren Küsten. Ein griechisches Kampfflugzeug landet auf der Insel Zypern. Athen hat ein dreitägiges Militärmanöver im östlichen Mittelmeer gestartet. Eine Reaktion auf die von türkischer Marine begleitete fortgesetzte Suche der Türkei nach Erdgasfeldern in Seegebieten, die Griechenland beansprucht. Auch Ankara hat ein Manöver in der Region angekündigt. Der deutsche Außenminister Maas warnt vor einem Spiel mit dem Feuer und will seine Amtskollegen in Griechenland und der Türkei zum Dialog bewegen. Wenn dort aber Militärschiffe, Kriegsschiffe unterwegs sind, Übungen mit scharfer Munition vorgenommen werden, befinden wir uns in einer Phase, in der auch Unfälle zu einer militärischen Eskalation führen können. Doch trotz der gefährlichen Lage klingt Athens Außenminister nicht so, als ob man in Kürze zum Gespräch mit Ankara bereit sei. Während wir hier sprechen, agiert die Türkei weiter illegal, eskaliert, provoziert und das trotz des Drängens der Nachbarn, der Partner, der Verbündeten. Das türkische Schiff Oruç Reis sucht im östlichen Mittelmeer nach Erdgas. Dabei bewegt es sich in einer Region, die aufgrund eines internationalen Seerechtsabkommens zu Griechenland gehört. Seit einigen Monaten beansprucht die Türkei Teile der Region. Mit Einschränkungen zeigt sich der türkische Außenminister am Abend gegenüber Gesprächen mit Athen offen. Aber dafür darf der Türkei niemand Bedingungen stellen. Vor allem mit den Bedingungen Griechenlands geht es nicht. Athens Bedingung ist, dass Ankara seine Suche nach Erdgas in den umstrittenen Gebieten umgehend einstellt. Es sieht so aus, als ob der Druck auf beide Seiten für einen direkten Dialog noch erhöht werden muss. Am Donnerstag will der deutsche Außenminister seinen EU-Amtskollegen von den Gesprächen berichten.